Und damit ein herzliches Moin Moin, hier ist euer Micha und es geht weiter, ja, mit der VfL Osnabrück-Karriere. Wir sind ja hier noch beim VfL Osnabrück und in der zweiten Liga und jetzt würde ich sagen, gar nicht so lange schnacken, sondern wir gehen gleich rein ins Spiel. Wer neu dabei ist, darf gerne einen Daumen da lassen und auch ein Abo wäre ganz nice und wir gehen mit neuer Mannschaft jetzt rein in die zweite Bundesliga, zweiter Versuch. So viel hat sich nicht geändert. Wir haben Fair auf der Außenseite und sonst haben wir Meier jetzt im zentralen defensiven Mittelfeld. Und ansonsten ist alles gleich geblieben. Also gleiche Mannschaft oder fast gleiche Mannschaft, ein bisschen verbessert, ein bisschen mehr Breite jetzt auch reingekriegt. Das war auch wichtig, denn es sind ja wieder 4 Spieler abhanden gekommen. Und so gehen wir jetzt rein und versuchen uns in die erste Liga zu spielen. Also bis gleich im Stadion wieder. Und da sind wir auch. Ja, wir haben sogar eine neue Kameraeinstellung. Viele haben gesagt, stell den Schwierigkeitsgrad höher. Dann habe ich gesagt, nee, wir gehen erstmal auf eine neue Kameraeinstellung. Da müssen wir uns jetzt erstmal dran gewöhnen. Ich hoffe, das geht schnell. Und ich hoffe, wir spielen genauso gut wie in der letzten Saison. Wir haben ja gar nicht schlecht gespielt. Es gab so eine Serie mit 2:2. Ihr wisst es noch. Die haben mich sehr aufgeregt. Da haben wir Punkte liegen lassen. Dadurch hätten wir nicht in die Relegation gemusst. Und dann haben wir es hingekriegt, dass wir beide Spiele in der Relegation in der 90. Minute doch noch ein Gegentor gekriegt haben. Und somit sind wir hier noch in der zweiten Liga. Und ja, auf geht's. Neuer Versuch. Und wir kommen hier schon über Aitor. Und Aitor kann den Ball nicht reinspielen. Aber jetzt hat Palencia den Ball. Palencia mit dem Ball auf den zweiten Pfosten. Und da ist das Tor. Fair. Neuzugang Fair. Macht das Ding rein. Er hat, weiß ich gar nicht, wie viel gekostet. Ein bisschen, glaube ich, ein bisschen mehr als 1 Million. Fair macht es wunderschön. Der erste Schuss konnte der Torwart noch parieren. Den zweiten dann nicht mehr. Wir führen mit 1:0 gegen den ersten FC Magdeburg. Ajay. Ajay hat Platz. Ajay hat den Platz. Ajay. Knapp am Tor vorbei. 25 Minuten gespielt. Und da war Ajay und eieieiei, das war knapp und das war richtig, richtig knapp. So, Halbzeit 1 ist jetzt gleich vorbei, aber das war jetzt nicht die spannendste, aber da ist doch noch Pires Rodriguez in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem 2:0. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt nicht gerade die spannendste Halbzeit oder die ereignisreichste, aber jetzt haben wir doch schon 2 Tore gesehen. Und ja, eine Kannchance für uns, aber hier wunderschön gemacht. Hier erst die Drehung, dann auf Pires Rodriguez, der nimmt den sofort an und schießt. Und was heißt, er nimmt gar nicht an. Hier Direktschuss, zack. 2:0 und das vor der Halbzeit. Und dann würde ich sagen, ja, der Schiri dürfte jetzt gleich auch abpfeifen. Und wir sehen uns auf jeden Fall in Halbzeit 2 wieder. Auf geht's in Halbzeit 2, jetzt mit einer sehr guten Führung. 2:0, das 2:0 eben ja gerade gefallen, kurz bevor wir hier in die Halbzeit gegangen sind. Also da ist ja auch echt nicht mehr viel passiert. Das waren 2-3 Pässe von Magdeburg, aber die kommen sehr schnell und wollen direkt aus der Kabine ein Tor schießen. Aber wie gesagt, wir haben kurz vor der Halbzeit das zweite gemacht, das war richtig wichtig. Und jetzt sind wir schon wieder auf dem Weg durch Pires Rodriguez und Aitor. Pires Rodriguez mit dem Schuss, Brunst hält ihn sicher. Fair kommt über außen. Fair mit der Flanke, aber die kommt nicht an und somit gibt's Abstoß. Ajay hat den Ball im Strafraum. Brunst hält ihn wieder sicher. Ajay jetzt durch Fair gut eingesetzt. Und ja, das war eine Mini-Chance. Eine Mini-Chance aus der Drehung mittig aufs Tor. Aber jetzt aufgepasst, jetzt kommt Magdeburg. Das war abseits. Schreck. Mit dem Pass auf Ajay. Ajay ist durch. Ajay ist da durch. Wird eigentlich ziemlich brutal aufgehalten. Ajay ist da durch und... Jetzt kommt die Ecke rein. Die Ecke kommt rein. Mal gucken, was wir durch die Ecke hinkriegen. Die Ecke ist drin. Noch ist die Chance nicht vorbei für uns. Jetzt hat Hamann den Ball. Und ja, ich habe ja eine Überraschung gleich noch für euch. Wir werden nämlich gleich mal unsere Mannschaft genau angucken. Und wir kennen einen Spieler. Zu 100% kennen wir diesen Spieler. Auf jeden Fall kennen wir seinen Papa. Schräg auf Ajay. Der kommt da nicht durch. Der Ball ist aber bei uns. Und
Baumgart macht das richtig stark. Auch wieder ein Neuzugang. Baumgart, ich glaube, für knapp 500.000 zu uns gekommen. Darf jetzt auch die letzten paar Minuten noch spielen. Wie gesagt, wir haben ein bisschen den Kader verbreitert und die werden auch regelmäßig spielen. Nicht, dass sowas passiert wie in der Relegation, dass wir einfach zu schlecht auswechseln mussten und dadurch auch ja, Punkte liegen lassen haben. Was heißt Punkte? Den Aufstieg liegen lassen haben. Und das wird uns diese Saison nicht nochmal passieren. Es gibt noch einmal Ecke für Magdeburg. Ecke für Magdeburg, kriegen wir den Ball. Nein, oh, Gersbeck, wunderschön gemacht. Wir sind schon über der Zeit, das heißt, selbst wenn wir den Ball bekommen, brauchen wir eigentlich nur noch nach vorne schießen, aber man pfeift der Schiri ab. 4 Minuten und 2 waren angezeigt. Okay, bin ich mal gespannt, wie lange der noch nachspielen lässt. Jetzt ist der Ball auch noch drin für Magdeburg. 2:1, das macht den Kohl auch nicht fett, sondern, ja. Das ist jetzt ein 2:1. Schöner wäre es gewesen zu 0. Aber wir müssen ja unbedingt 5 Minuten nachspielen anstatt 2. Und so ist das eben. 2:1. Der erste Sieg in dieser Liga. Auf geht's ins Spiel Nummer 2. Genau, über diesen Menschen sollten wir uns unterhalten. Klinsmann haben wir. Und zwar spielt er jetzt für uns 3 Jahre lang. Ist 1,94 groß. Ist jetzt nicht gerade der Beste, hat aber eine 65, genauso wie unser dritter Torhüter, Guinones. Und deswegen ist er jetzt einfach auf der Ersatzbank. Wie gesagt, wir haben den Sohn von Jürgen Klinsmann, haben wir hier im Team. Ja, und im zweiten Spiel geht es gegen Aue. Wir können sogar, glaube ich, auf Tabellenplatz einspringen. Nein, können wir nicht, er kommt aufs Torverhältnis an, können wir schon. Wenn wir hoch genug gewinnen, aber mit 2 Spielen können wir schon mal ziemlich, ja, da oben anklopfen. Wenn wir beide gewinnen, 1 haben wir schon gewonnen und jetzt gegen Aue. Also rein ins Spiel, bis gleich. Ja, da sind wir im zweiten Spiel und los geht es. Wir wollen siegen. Diesmal sind wir wieder in Gold, so wie gerade eben auch. Denn wir haben beide die identischen Trikots, nur eben andersherum. Aue hat irgendwie Gold als Heimtrikot und Lila als Auswärts. Und wir haben das andersrum. Schade. Wir liegen 1-0 hinten. Aue mit einem Blitzstart. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen sprachlos, aber das war jetzt hier zack, zack. Da kann keiner was machen. Gersbeck auch noch getunnelt. Ja, da liegt Aue 1-0 vorne durch Köpke. Ne, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Genau, bei uns, wir haben Lila als Heimtrikot und Gold als Auswärtstrikot. Deswegen spielen wir jetzt gerade hier Auswärtstrikot gegen Auswärtstrikot. Ajay, Ajay, jetzt aufs Tor! Mennel hält den Ball und den lenkt er übers Tor. Hier sehen wir es nochmal. Zack, wunderschöner Schuss. Oh, der wäre so oder so, glaube ich, übergegangen. Aber Mendel mit der Hand noch dran und das heißt dann Eckball für uns. Dann schauen wir mal, was wir durch diesen Eckball machen. Gar nichts. Unsere Ecken sind sowas von, naja, suboptimal, würde ich mal sagen. Jetzt aber der Flankenball in die Mitte. Und da steht keiner bei Fair. Der macht den Ball wieder rein. 1:1. Dieser Einkauf, der hat sich in den letzten 2 Spielen schon rentiert. Aber was war denn da los in der Hintermannschaft des Erzgebirge Aues. Was ist da los? Hier sehen wir es nochmal. Hier kommt der Pass und dann diese Flanke und dann Ajay bleibt stehen und die Verteidiger auch. Und bis dann ein Verteidiger da ist, ist Fair direkt am Ball. Ich möchte mir das Ganze nochmal angucken. Ich gucke mir das Ganze noch einmal an. Hier sehen wir es jetzt nochmal ganz in der Verlangsamung, also in der Wiederholung. Oh, aber was für eine schöne Flanke hier. Ich weiß nicht, ob die ihm über den Schlappen gerutscht ist, ob er das so wollte. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ihr seht es. Ich glaube, er will ihn mittig weiter reinziehen. Und dann rutscht er ihm weg und macht dann so eine Flanke. Und alle bleiben stehen. Alle bleiben stehen. Und da ist jetzt Fair ganz alleine. 1:0. Wahnsinnstor. Eckball für Erzgebirge Aue. War jetzt nicht so spektakulär die Chance, deswegen habt ihr sie, glaube ich, auch gar nicht gesehen. Aber Eckball ist Eckball. Und aus dem Eckball kann was werden. Aus dem Eckball kann was werden.
Ajay. Ajay mit der Drehung kommt dann da nicht durch, aber es gibt, was gibt es? Freistoß. Es gibt Freistoß, ich weiß gar nicht für was. Okay, aber mir egal, es gibt Freistoß. Mal gucken, was wir mit diesem Freistoß machen können. Ich finde, das ist der falsche Fuß. Wir brauchen einen Rechtsfuß. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Wir haben gar keinen. Dann machen wir das anders. Oh, da gibt es eine Verwarnung. Und die gelbe Karte. Und die gelbe Karte. Wir rufen mal einen zweiten Schützen. Und einen dritten Schützen. Der zweite Schütze legt mal ab. Und dann ist da Ajay. Oje, oje, oje. Ajay. Ajay auf Aitor. Aitor nochmal nach hinten gespielt und dann der Schuss und der ging sowas von weit daneben. Aber wir kriegen Eckball, weil da ein Verteidiger noch dran war. Dann schießen wir jetzt mal den Eckball rein und er kommt gut. Der kommt gut. Es gibt noch eine Ecke. Was kriegen wir aus dieser Ecke hin? Erstmal noch nicht so viel, aber wir haben den Ball. Jetzt haben wir den Ball nicht mehr. Jetzt heißt es volle Konzentration nach hinten, denn sonst kommt Aue und kann kontern. Aber sie machen es langsam. Machen sie es bewusst langsam oder machen sie es mit Absicht langsam? Sie machen es, glaube ich, mit Absicht langsam. Da sind sie durch Köpke. Gersbeck hält den Ball und wir kommen nicht dran. Es gibt Eckball Aue. Und das Ganze aus dem Eckball Osnabrück. Wenn wir das genauso hinkriegen, außer dass wir aus dem Eckball ein Tor machen, wäre das ganz schön gut. Aber, oh, Ataslan. Ataslan, Heldentat. Gersbeck war schon geschlagen. Und da steht es 2 zu 1. Für Aue. Eieieiei. Nach der Heldentat von Ataslan stimmt es hinten nirgends mehr. Da kommt, da seht ihr es. 1, 2, 3, der geht da vorbei wie Butter. Nein, 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 wie ein heißes Messer durch Butter. Und somit steht es jetzt 2-1 für Aue, kurz vor der Halbzeit. Halbzeit 2 hat schon angefangen, Aue stand schon einmal im Abseits. Wir müssen jetzt ranklotzen, zumindest noch einen Punkt holen, wäre ganz ordentlich. Ah, da wollte ich wieder durchspielen, doch da kam der Pass nicht mehr durch, da war die Lücke doch schon wieder zu. Und ein Punkt wäre gut, 3 wäre natürlich besser, aber verlieren wollen wir hier, denke ich mal, auf keinen Fall. Aber es ist doch schon schwierig. Aue viel stärker als gerade der Magdeburger FC. Eckball. Eckball kommt rein. Schauen wir mal, was jetzt hier ist. Erstmal Gersbeck. Gersbeck und dann kein Spieler von uns am Ball und dann ist Kuro wieder am Ball und dann sind sie wieder im Strafraum. Sie sind im Strafraum, kommen da viel zu leicht durch. Der Ball geht daneben und somit steht es immer noch 2-1. Volle Konzentration. Wir müssen besser werden. Dieses Spiel ist noch nicht aus, aber wir können auch nicht alle Spiele gewinnen. Nur 2 Spiele am Anfang zu gewinnen wäre schon mal richtig stark. Dann würde es schon mal wieder heißen, wo wir am Ende wieder einmal stehen wollen. Jetzt Schreck. Schreck auf! Ich weiß gar nicht, wer es war. Aber egal. Es gibt Eckball. Eckball kommt rein. Jetzt der Kopfball. Und es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Warum gibt es Elfmeter? Wurden wir geschubst? War es Handspiel? War es Handspiel? Wurden wir geschubst? Ich weiß es nicht. Er schüttelt nur den Kopf. Ich warte auf die Wiederholung. Doch, die wird es wahrscheinlich nicht geben. Doch hier. Jetzt sehen wir warum. Wir sehen warum. Und zwar... Ich sehe nichts. Warum gibt es hier Elfmeter? Zu Unrecht gibt es hier Elfmeter, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde sagen, zu Unrecht. Ich möchte gern mein Ziel anhaben. Was passiert jetzt? Ah, jetzt wird noch gewechselt. Alles klar. Und dann versuchen wir mal das Ding da reinzuschieben in das Tor. Zack, da steht es dann. 2:2 durch Aitor. Ich hatte schon so lange keine Elfmeter mehr. Deswegen habe ich jetzt einmal nochmal die Zielhilfe angemacht. Ich habe ja auch pausiert mit FIFA gehabt und seitdem hatte ich keine Elfmeter mehr. Deswegen einmal noch wieder die Zielhilfe an, damit ich weiß, wie das mit dem Stick hier funktioniert, wie weit ich gehen kann und so. Und jetzt steht es 2:2 beim nächsten Mal ohne Hilfe. Ganz klar. Ajay. Ajay auf Schreck. Wird gefoult, doch. Das war kein Foul. Nein, 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 nein. Da habe ich mich vertan.
Der Ball war als erstes gespielt, das habe ich auch gleich schon so gesehen. Warum ich das Wort Foul gesagt habe, das weiß ich nicht. Es war nie und nimmer ein Elfmeter. Der andere war auch kein Elfmeter, aber dafür können wir nichts. Da hat der Schiri entschieden. Aber hier, ich möchte hier nichts Falsches prophezeien. So, der Ball ging leider daneben. Jetzt kommt unser neuer Stürmer Carlsen vom Dach. Carlsen ist vorm Tor. Mennel hält ihn sicher fest. Viertelstunde noch zu spielen. Wir sind ein bisschen am Drücker. Ich glaube einfach, weil Erzgebirge Aue den Elfmeter noch nicht so verdaut hat. Wäre auch keiner waren. Jetzt Schreck. Schreck und Mennel ist da. Mennel ist noch hellwach. Die anderen, die zweifeln ein bisschen, warum es da wohl Elfmeter gab. Aber Mennel macht das bärenstark. Mal gucken, was es jetzt gibt. Ein Tor vielleicht mal nach einer Ecke. Aue ist wieder da. Gersbeck hält uns den Punkt erstmal sicher fest. Was heißt sicher fest? Aber er hält ihn erstmal. Und jetzt schauen wir mal. Gersbeck, jetzt hat er ihn sicher fest. Oh, das war wichtig. Und jetzt haben wir nochmal den Ball und können nochmal einen Angriff wagen. Komm, wir wagen nochmal einen Angriff. Palencia wird gar nicht erst angegriffen da auf Außen. Dann macht er es bärenstark. Bärenstark auf Aitor. Aitor wieder auf Palencia. Palencia mit der Flanke. Da war aber eigentlich eher doch noch die Hand im Spiel. Und jetzt aufgepasst, denn Palencia ist vorne. Aber wir haben den Ball. Wir können da mal gucken, was wir da machen. Das wird nichts. Das wird ein... Ja, 2:2. Wir haben am Anfang sehr, sehr schlecht gespielt. Haben auch schnell ein Gegentor bekommen. Haben dann doch nochmal ausgeglichen. Haben dann aber wieder fatale Fehler gemacht und lagen 2:1 hinten vor der Halbzeit. Dann gab es ein strittiges Handelfmeter-Tor. Und danach waren eindeutig wir am Drücker. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Haut ihn rein. Man sieht sich im nächsten Part. Und jetzt könnt ihr noch links und rechts überall draufklicken. Und natürlich Abo dürft ihr nicht vergessen oder sollt ihr nicht vergessen. Keine Ahnung. Ich rede mich hier im Kopf und Kragen. Ciao und tschüss, euer Micha. Bis dann. Bye-bye.